Ja, Freunde, ich befinde mich vor der Veltins-Arena. Heute ist ein ganz, ganz spannender Tag. Denn heute spielt die U19 von Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Wir haben schon lange kein Derby mehr zwischen diesen beiden Mannschaften gesehen, dadurch, dass Schalke in der zweiten Bundesliga ist. Aber in der U19-Mannschaft ist es ganz spannend, denn Borussia Dortmund ist gerade aktuell auf dem ersten Platz und Schalke ist dicht dahinter auf dem zweiten und danach kommt schon auf Platz 3 Bayer Leverkusen. Ja, für Bayer Leverkusen sieht es schwer aus. Ich glaube nicht mehr, dass sie das schaffen können. Aber wenn Schalke heute einen Sieg holt, zu Hause gegen Dortmund, könnte die Saison noch ganz, ganz spannend werden. Wir haben bei den Dortmundern sehr, sehr starke Spieler dabei. Wir haben den Weltmeister Paris Brunner dabei. Der Mann ist absolut fit. Der Mann wird höchstwahrscheinlich heute auch spielen und auch höchstwahrscheinlich ein Tor machen. Denn in der Statistik sieht man auch gerade aktuell, dass die Dortmunder die letzten Spiele dominiert haben. Aber das bedeutet gar nichts. Das ist U-Mannschaft. Hier kann alles passieren. Manchmal ist das Wetter sogar entscheidend. Heute wird es ein bisschen kühl. Ja, ich habe mich versucht, so warm anzuziehen, wie es geht. Aber mal gucken, wie es wird. Die U19 ist ein sehr, sehr wichtiger Teil der Schalker. Ja, eventuell auch irgendwann mal in dieser Arena werden einige von den Schalker-Spielern spielen. Das wäre natürlich der Traum, aber heute ist es noch im alten Stadion. Ja, das Spiel hätte eigentlich im Dezember stattfinden sollen, es wurde jetzt nachgeholt, findet heute statt. Ja, für mich besser, weil ich bekomme es mit. Im Dezember hatte ich es noch nicht so auf dem Schirm. Egal ob Frauenfußball, Männerfußball, U-Mannschaften, ich bin für alles zu haben. Und dafür stehe ich auch mit meinem Namen Brodelero. Ich möchte Fußball präsentieren. Hier geht es auch nicht nur um Bayer Leverkusen oder um andere Mannschaften, hier geht es um weltweit. Also von mir, man kann mir sagen, guck den Spiel in Dublin an von der Kreisliga in Irland. Ich würde auch dahin gehen. Also es geht hier um Fußball. Ich möchte, dass ihr in den Kommentaren nicht immer schreibt, ja, weil ich bin bekannt unter Bayer Leverkusen. Ne? Es ist auch mein Lieblingsverein, es ist mein Herzensverein. Aber trotzdem will ich euch auch andere Mannschaften präsentieren. Und ja, heute sind wir auf Schalke. Ich bin gespannt. Am Wochenende war ich schon hier im Stadion. War eine absolut krasse Stimmung. 1-0 hat Schalke hier gewonnen. Kadermann hat hier das Tor gemacht. In der 77. Minute war es, glaube ich. Ja, war eine brachiale Stimmung. Ich bin heute gespannt, was passiert. Ich hoffe auf zahlreiche Tore. Und ja, mal gucken, was unsere neuen Talente, unsere Jugend jetzt so mit sich bringt und wo wir diese Spieler in naher Zukunft sehen werden. Ich denke, das, was ich euch jetzt zeigen werde, ist für jeden Fußballer wirklich so ein Traum, auf diesen Plätzen zu spielen. Also es sieht so brachial aus, diese vier Fußballfelder nebeneinander. Boah. Durch das mal an. Wirklich, du hast hier vier kleine Fußballfelder nebeneinander. Das sieht so gut aus. Ja, hier werden die gleich spielen. Ich habe jetzt hier nochmal so ein Poncho bekommen. Die Securities haben das so verteilt. Ja, zumindest ein bisschen Schutz gegenüber dem Regen. Die Dortmunder Spieler sind jetzt auf jeden Fall zum Aufwärmen bereit. Die stehen schon auf dem Platz. Aber die Schalker, die sind noch nicht da. Was ich geil finde durch das Regen. Boah, das wären richtig stramme Schüsse, ne? Ich erinnere mich so an die Sprüche so immer von den ganzen Trainern, die ich hatte. Schieß doch mal aus der zweiten Reihe. So. Der Ball ist, der Rasen ist nass, der Ball flutscht da durch, der Torwart kriegt den nicht geil. Boah, deswegen genau jetzt mal gucken, wie die Bundesligaspieler das machen. Die ganzen, ja, von Kreisliga bis zu den ganzen Spielern, die noch Profi werden wollen. Guckt euch die Jugendspieler an. Wenn ihr noch jung seid, kommt. Guckt euch die Jugendspiele an, die Bundesliga spielen, lernt draus, weil die sind eine Etappe über euch, aber über den Jungs ist auch nochmal eine Etappe. Also guckt, nehmt euch die als Beispiel, bist du Linksverteidiger, guckt ihr, was der Linksverteidiger macht, wie steht der, guckt ihr an den Stürmer, was der macht, der Torwart, so. Auch wenn du Trainer bist, komm, wenn du Jugendtrainer bist, komm, guck dir das an, nimm dir das als Beispiel, ein paar Taktiken, weil die Profis, ne, in der ersten spielen deutlich anders natürlich als für die Jugend hier. Aber, ne, wenn du Jugendtrainer bist, dann musst du genau diese Sachen ja auch lernen. Und nicht immer Laufschuh mitnehmen, wir gehen nur laufen. So funktioniert das Leben nicht. Ja, an meinen alten Trainer gerichtet, ne? Immer nur laufen gehen und dann mit Fahrrad hinterherfahren. Jeder kennt diese Filme. So, jetzt sind die Schalker Jungs auch mal auf dem Platz. Die fangen jetzt auch an mit dem Aufwärmen. Gefühle, es ist krass so, ne? Eine Seite Dortmund, eine Seite Schalke. Erzrivalen seit Jahren und dann trennt nur diese Mittellinie gerade die beiden Mannschaften und gleich geht's dann ab. Oder in Dortmund, wie cool ist das?
Ein paar Schalker Jugendliche sind auf jeden Fall da. Die sind hier auf jeden Fall für den Support zuständig. Ja, das Spiel beginnt gleich. Wir haben hier schon, muss ich ehrlich sagen, wir sind schon einige Menschen. Also ich würde mal schätzen, so gute 200, 300. Das Spiel beginnt in wenigen Minuten. Mal gucken, wie das ausgeht. Jetzt machen die Schalker Druck, erste 10 Minuten. Die haben schon drei Eckbälle gehabt. Zwei schöne Schüsse, aber noch kein Tor. Erste Möglichkeit, erstes Tor. Name Paris Brunner. Was soll man dazu sagen? So schnell ging das. Schalke hat so oft angegriffen, aber Dortmund ist jetzt nur einmal gekommen. Kannst du nichts machen. So ist Fußball. Machst du vorne einen Stein, kriegst du hinten welche. Unterwasserbewegungen ist hier das Video abdrehen. Das ist Halbzeit vorbei. 1-0 für Dortmund. Mal gucken, was die zweite Halbzeit wohl ist. Also der kleine Halbzeitprognose. Bis jetzt 1-0. Tor Paris Brunner. Ja. Die Schalke haben viele Angriffe gehabt, aber konnten nicht effizient aufs Tor schießen. Da gab es mal eine 1 gegen 1 Situation. Ja, da hat der Dortmunder Torwart das gewonnen. Aber bis jetzt ist es wirklich auf Augenhöhe. Also ich finde jetzt keinen großen Unterschied, dass ich hier merke, dass die Dortmunder das unbedingt im Spiel haben. Ich glaube, die zweite Halbzeit wird genauso spannend. Ja, da sind einige Spieler, die auffallen. Natürlich ist die Frage, wohin geht es mit diesen Spielern? Meistens schaffen es ja nur zwei Stück, wenn überhaupt mal nach oben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, hohes Niveau. Aber ich muss sagen, vom Körperlichen her sind die Dortmunder auf jeden Fall stärker. Also in den Zweikämpfen haben die Dortmunder auf jeden Fall mehr Körperpräsenz, aber von der Schnelligkeit her sind die Schalker da sehr, sehr überraschend. Habe ich jetzt nicht so erwartet, dass es auf so einem Niveau ist. Ich hatte ja andersrum erwartet, dass die Dortmunder eher schnell sind und die Schalker eher körperlich stärker, aber anscheinend andersrum. Mal gucken, wie die zweite Halbzeit wird. Seid gespannt. Sind aber auf jeden Fall echt viele Leute hier. Sind haben jetzt komplett voll. Da ist auch ein kleiner Wagen mit Schalke-Schals und Trikots und alles. Auch hinten kann man Bierchen und sowas kaufen. Vor mir sind auch die Schalker Ultras. Die machen sehr gute Stimmung. Ja, schade nur, dass viele, die zwischen den Fans sitzen, nicht so viel Stimmung machen. Sonst ist es an sich ein super Spiel. Regnerische Wetter ist zwar ja, sehr kalt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, einer der kaltesten Spiele, die ich so beobachtet habe. Aber macht auf jeden Fall Spaß. So, mal gucken. Gespannt auf die zweite Halbzeit war. Ich finde es absolut geil, wie die kleine Horde hier an Schalke-Fans wirklich Stimmung macht. Ne? Das ist krass, Bruder. Das sind Props an diese Jungs. Das sind die, die wirklich, egal ob Scheißwetter, gute Wetter, heim, auswärts, egal was, die für ihren Feind immer da sind. Das sind echt starke Leute. Da lässt sehr, sehr viel Vorteil laufen.
Also die Dortmunder haben gedacht kurz, dass sie alle Mauro Icardi werden. Also ich habe mehr Icardi-Jubel gesehen als ein Dortmunder-Jubel. Unglaublich. Aber 2-0 für die Jungs hier. Ja, damit haben die sich, glaube ich, die Meisterschaft jetzt gesichert. Ich glaube nicht, dass Schalke hier noch 3 Tore machen kann. Unentschieden ist höchstwahrscheinlich noch drin, wenn die Gas geben. Aber dahin muss man auch erstmal noch kommen. Noch sind ja über 20 Minuten, da kann alles passieren. Aber ja, mal gucken, wie das Spiel jetzt hier noch endet. Ne? Aber 2-0 jetzt für Dortmund. Boah, das ist ein klarer Elfmeter. Ja, Elfmeter für Schalke. Ja, Schalke kann jetzt hier 2-1 machen. Wenn du so eine Chance nicht reinmachst, dann weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Da hast du die Möglichkeit, hier noch das 2-1 zu machen und dann vergibst du so eine Chance. Boah, irgend so ein Lacktor, der Ball geht da rein, der Torwart kommt da nicht ganz ran, die Schalke machen jetzt hier doch das 2-1. Also hättest du den Elfmeter reingemacht, ständest hier gerade 2-2. Freunde, ich bin endlich zu Hause. Es hat übertrieben viel Spaß gemacht, dieses Spiel anzuschauen. Komplett nass, aber egal. Ich mache das alles für euch da draußen. Toller Abend, es hat echt Spaß gemacht. Die kleine Schalker-Truppe, die da war, wirklich 10 von 10. Schalke, seid wirklich stolz auf diese Jungs. Die waren wirklich on top. Aber auch der Schiedsrichter, 15 Minuten Nachspielzeit. Der Mann hat wirklich dieses Derby gefühlt. Dieser Schiedsrichter war auch wirklich ein Teil dieses Derby. Der war wirklich perfekt. Also es hat echt Spaß gemacht. Leute, ich erwarte nichts von euch. Einfach nur ein Like. Wirklich einfach nur ein Like. Leute, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall entweder einen schönen Tag, einen Abend. Ich weiß nicht, um welche Uhrzeit ihr die Videos guckt. Auf jeden Fall bleibt gesund und ja, viel Spaß beim nächsten Mal.